Lizenzspiele genießen ja den Ruf, in der Regel eher mittelmäßig, durchschnittlich bis sogar schlecht zu sein. Aber ich persönlich finde ja, es gibt auch echt viele richtig gute Lizenzspiele, denn für jedes Last Action Hero auf dem Super Nintendo gibt es auch ein True Lies auf dem Super Nintendo. Und genau deswegen wollen wir uns heute das Thema Lizenzspiele mal ein bisschen genauer angucken. Intro ab. Ja, wie eingangs schon gesagt, Leute, Lizenzspiele haben nicht den allerbesten Ruf. Vor allem, wenn man sich mal so die letzten 25 Jahre anguckt, was Filmumsetzungen angeht. Also, da gibt's natürlich echt, echt viel Mist. Es gab eine Zeit, da ist zu jedem Actionfilm irgendwie kurz ein mieses Spiel zusammengekloppt worden, das vielleicht aufgrund der Vermarktbarkeit des Filmes den ein oder anderen Käufer gefunden hat, von der Fachpresse und den meisten Hardcore-Gamern, aber in der Regel in der Luft zerrissen wurde. Aber ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ein bisschen mehr Positivity in die Welt hinauszubringen und deswegen habe ich ein paar meiner geschätzten YouTube-Kollegen gebeten, uns doch mal ein paar Beispiele zu nennen für wirklich gute Lizenzspiele, die auf jeden Fall einen Blick wert sind. Ich meine, jetzt gibt es natürlich die wohlbekannten Titel, gerade aus der 16-Bit-Ära gibt es ja richtig viele gute Lizenzsachen, wie zum Beispiel Robocop vs. Terminator oder Turtles 4, Turtles in Time. Alles Lizenztitel, die richtig geil sind und auch die meisten Disney-Umsetzungen sind ja wirklich gut. Natürlich gibt es auf der anderen Seite dann noch Sachen wie Waterworld oder das eingangs schon erwähnte Last Action Hero. Die sind alle wirklich, wirklich nicht so geil, aber nichtsdestotrotz, meine Kollegen und Freunde haben hier ein paar Empfehlungen für euch in Sachen Lizenzspiele, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Und deswegen legen wir damit jetzt auch sofort los. Mats ab! Hallo, auch ich darf hier meine Meinung zum Besten geben. Grüß euch! Tja, welches Lizenzspiel finde ich persönlich denn richtig gut? Ich kenne eins, das vielleicht zu heftigen Diskussionen führt. Aber was geschieht denn, wenn man Terabyte an Daten für die Verbrechensbekämpfung bündelt? Was geschieht denn, wenn der einzige Weg, das Verbrechen zu bekämpfen, die Technologie der Zukunft ist? Tja, dann hilft nicht nur ein Mann, nicht nur eine Maschine. Nein, sondern Robocop. Und nicht nur irgendein Robocop, sondern das Robocop für den Gameboy. Aber wieso Robocop für den Gameboy? Nun, abgesehen davon, dass ich es einfach nur ordentlich simpel finde, ist es auch ein Spiel aus meiner Kindheit, welches ich unbedingt haben wollte, da ich für den Kinofilm selbst einfach zu jung war. Umso cooler war es für mich dann, dass ich nun selbst Robocop sein und mich durch die einzelnen Level durchballern durfte. Was ich damals nicht wusste, aber heute umso cooler ist, ist die Tatsache, dass selbst Filmsequenzen in diesem Game umgesetzt wurden, wie zum Beispiel die Geiselnahme. Sogar die Filmmusik wird auf dem kleinen Handheld wiedergegeben. Das Gameplay ist wie schon gesagt relativ simpel. Man ballert sich durch die einzelnen Levels. Ist halt eines der Spiele, die man auswendig lernen muss. Stört mich nicht, macht trotzdem Spaß. Man verstand auch sofort, dass eine so schwere Maschine sich träge fortbewegen musste, was sich in der Steuerung nachvollziehen ließ. Mit entsprechender Übung war dies dann aber kein Problem mehr. Man besitzt lediglich ein Leben, jedoch ist man mit einem Energiebalken bestückt, damit ihr auch noch einen guten Kugelhagel auffangen könnt. Aber keine Sorge, ist das Leben verbraucht, könnt ihr per Continuum Level Anfang wieder loslegen. An für sich finde ich es echt schade, dass das Game nicht überall gut ankommt. Ich persönlich bin froh, es in meiner Sammlung zu haben. Habt viel Spaß an dem Spiel und wir sehen uns. Ja, und das ist mein Lizenzgame, was ich mir rausgesucht habe. Real Monsters, das gibt es für Sega Mega Drive und für das SNES könnt ihr es euch besorgen. Ja, kennt ihr vielleicht von damals noch von der Serie. Real Monsters habe ich natürlich komplett die ganze Serie und kann ich euch nur empfehlen. Ihr spielt hier die drei Charaktere, die auch schon auf dem Cover zu sehen sind, Oblina, Ickes und Crumb. Ja, unser Ziel im Spiel ist es natürlich, unser Examen zu schaffen, weil wir sind auf der Monster High School und wollen unsere Abschlussprüfung machen. Und da heißt es noch zu lernen, wie man erschreckt, wie man Menschen erschreckt. Und am Ende ist natürlich Simon, der Monster Hunter, unser Endboss, den wir besiegen möchten. Ja, und auf der Reise erleben wir einen schönen Action-Plattformer, wo wir immer zwischen Leveln wechseln, zwischen der Müllhalde und der menschlichen Welt. Jeder Charakter hat so seine eigene Fähigkeit. Ne? Also Oblina zum Beispiel kann
größer werden, damit man andere und höhere Distanzen überwinden kann. Ickes schafft es kurz so zu fliegen, so ein bisschen den Schwebemodus anzumachen. Und bei Crumb haben wir die Möglichkeit, dass er seine Augen wirft und man schon ein bisschen mehr vom Level quasi sehen kann, um das ein bisschen besser zu planen. Wir können Müll einsammeln, Fischgräten und Äpfel, womit wir die Gegner beschmeißen können. Aber wir können aber auch eine Spezialtechnik des Gruselns. Obnina verwandelt dann ihre Gestalt. In der Serie holt sie ja sogar ihre Innereien immer komplett raus und alles, was sie so gegessen hat. Ickes wird größer, es ist auch in der Serie so. Und Crumb hinterlässt eine Stinkwolke. Auch sehr passend für ihn. Er hat ja diese schönen Achselhaare. Ja, und das ist dann quasi unser Spielprinzip. Das Spiel ist nicht so einfach. Ein bisschen knifflig auch mit der Steuerung. Die drei können zusammen auch arbeiten und besondere Gruppenmoves quasi durchführen. Da muss man sich mit der Steuerung ein bisschen reinfuchsen. Trotzdem, man hat es recht schnell durch, wenn man das einmal drauf hat. 2,5 Stunden ist das ungefähr. Und wenn man wirklich alles einsammeln möchte, so ungefähr 5 Stunden, dann ist man completely durch. Und das ist mein Lizenztipp für euch. Ich wünsche noch viel Spaß mit den anderen Games. Ciao. Hallo, ich bin Mike von Screaming Pixel und mein Lizenzspiel-Geheimtipp ist das Arcade-Game Alien vs. Predator von Capcom aus dem Jahr 1994. In diesem klassischen 2D-Beat'em-up prügelt man sich durch eine kalifornische Großstadt, die von Aliens überrannt wurde. Dabei stehen einem 4 Charaktere zur Auswahl. Ein bis an die Zähne bewaffneter Predator-Krieger, sein Kollege ein Predator-Jäger, die flinke Lieutenant Lynn Kurosawa und der muskelbepackte Major Dutch Schaefer. Und ja, das ist der gleiche Dutch, der im ersten Predator-Film von Arnold Schwarzenegger verkörpert wird. Das Gameplay ist genauso befriedigend, wie man es von Capcom-Spielen aus dieser Ära erwartet. Neben einem Button zum Springen gibt es noch einen Nahkampf- und eine Fernkampftaste. Letztere ist jedoch nur begrenzt einsetzbar. Nahkampfangriffe werden je nach Charakter mit einem Katana oder einem Predator-Speer durchgeführt. Kassiert man einen Treffer, verliert man seine Waffe und muss erstmal mit den Fäusten ran, bis man seinen Meinungsverstärker wieder aufgesammelt hat. Einzige Ausnahme ist Hau drauf Dutch, der sich im Kampf lieber auf seinen kybernetischen Arm verlässt. Um das Ganze aufzulockern, kann man natürlich auch zu den Waffen greifen, die von den Gegnern fallen gelassen werden. Von Flammenwerfern über Predator-Discs bis hin zu Pulsgewehren ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Die extra Feuerkraft ist auch bitter nötig, um mit der Masse an Xenomorphen fertig zu werden, die einem das Spiel entgegenwirft. Im späteren Spielverlauf kriegt man es auch mit den menschlichen Schergen der Weyland-Yutani Corporation zu tun. Und natürlich geizt das Game auch nicht mit übergroßen Zwischen- und Bossgegnern. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad eher moderat ist, kann hier ein Stapel mit extra Münzen nicht schaden. Noch einfacher wird es natürlich, wenn man mit Kumpels auf Alien-Jagd geht. Je nach Ausstattung des Arcade-Automaten können entweder 2 oder 3 Spieler gleichzeitig ran. Seit November letzten Jahres kann man Alien vs. Predator endlich auch im heimischen Wohnzimmer genießen. Denn das Game ist gemeinsam mit 15 weiteren Spielhallenklassikern auf dem Capcom Home Arcade Plug-and-Play-System vorinstalliert. Macht nur um Himmels Willen einen großen Bogen um die gleichnamige Super Nintendo-Gurke von Activision. Die hat mit dem Capcom-Automaten nämlich nur den Namen gemeinsam. Mit seinen großen Sprites, den kernigen Soundeffekten und den vielen Referenzen auf die Filme ist Alien vs. Predator ein Fest für Freunde handfester Pixelkloppereien und mein Lizenzspiel-Geheimtipp. Herzlichen Dank an Joe vom Videospielplatz. Macht es gut. Hallo, ihr fantastischen Leute. Hier ist der Retro Gaming Panda. Und ja, Lizenzspiele haben, glaube ich, zu Recht einen relativ schlechten Ruf. Aber es gab so eine Zeit, wo vor allen Dingen Disney-Umsetzungen durchaus vernünftig waren. Und zwar Ende der 80er, Anfang der 90er. Und stellt euch mal vor, eure Lieblingszeichentrickserie kommt als Videospiel heraus. Und dann ist es noch gut. Genauso ging es mir mit DuckTales. Für den Game Boy habe ich es damals gespielt. Hier habe ich die NES-Version. Die sind aber relativ deckungsgleich. Ich habe diese Serie einfach geliebt. Ja, die Abenteuer von Onkel Dagobert. Alte, verschollene Schätze ausgraben und entdecken. Abenteuer erleben. Wunderbar. Die Serie hat alles, was man braucht. Und vor allem natürlich, das Intro ist unvergesslich. Und das Spiel ist wunderbar. Ihr spielt Onkel Dagobert mit seinem getreuen Gehstock und müsst verschiedene Abenteuer erleben. Es gibt verschiedene Welten, die ihr bereisen könnt. Sogar auf dem Mond könnt ihr reisen.
Technik ist wunderbar, auch das Gameplay ist super, es ist kein einfacher Plattformer. Mit euren G-Stock könnt ihr so einen Pogo-Jump machen und damit über Stacheln und irgendwelche Gefahren einfach hinwegfegen. Wunderbares Spiel, kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Egal ob der erste oder der zweite Teil, der auch noch erschienen ist, einfach unvergesslich und einfach wunderbar. Gehört in jede Spiele für Lizenzspiele-Sammlung auf jeden Fall rein und auch in jede normale Retro-Spiele-Sammlung. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Beiträgen. Macht's gut! Hallo, yo und hey ho! Ich bin der Rosi von den Pixelpop-Pals. Und mein absolutes Lieblings-Lizenzspiel ist Marvel Spider-Man für die PlayStation 4. Ja, okay, ich erkläre euch auch kurz warum. Obwohl die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft seit meiner Kindheit zu einem meiner Lieblings-Superhelden zählt, ließ mich die Ankündigung und der Release im Herbst 2018 kalt. Durch einen Zufall habe ich auf eBay Kleinanzeigen ein unschlagbares Angebot gefunden, zu dem ich nicht Nein sagen konnte. Das Spiel eingelegt und siehe da, ich wurde nicht enttäuscht, im Gegenteil sogar, ich wurde richtig positiv überrascht. Man erlernt zuerst das ikonische Schwingen und bevor ich überhaupt mit der Hauptstory so richtig angefangen habe, habe ich erst einmal meine Lieblingsorte in New York City besucht. Jeder, der schon einmal da war, wird sofort Fernweh bekommen. Die Stadt ist wirklich liebevoll und in ihrer vollen Schönheit dargestellt. Nach dem Sightseeing habe ich mich auf die Mission konzentriert. In der Hauptstory geht es direkt in einem Kampf gegen den Kingpin und seine Komplizen und man bekommt hier die Grundlagen des Kampfsystems beigebracht. Dieses ist relativ einfach zu erlernen. Im weiteren Verlauf des Spiels muss man aber etwas taktischer agieren. Ein einfaches Hau drauf ist dann selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht ganz so einfach. Bei einer größeren Gegnerhorde ist es also ratsam, den ein oder anderen Schergen per Stealth-Kill auszuschalten. Im Laufe des Spiels können durch einen Skilltree weitere Kampftechniken erlernt werden, um den Abschaum das Handwerk zu legen. Da wir schon beim Abschaum sind, Insomniac hat zahlreiche Gegenspieler eingebaut, wie zum Beispiel Dr. Octavius, welchen man das ganze Spiel über begleitet und seinen tragischen Werdegang mitverfolgt, Electro, Mr. Negative und so weiter. Mit Black Cat kommen wir auch hin und wieder in Kontakt, aber diese Geschichte wird leider nur in einem DLC erzählt. Abgesehen von der erlernten Kampfkunst können wir uns einige Gadgets erspielen, welche im Kampf ganz nützlich sein können, um Gegner damit entweder ganz außer Gefecht zu setzen oder für kurze Zeit einzuspinnen. Außerdem hat Peter Parker eine vielseitige Anzugauswahl. Diese werden im Spiel entweder freigeschaltet oder man kann Objekte, welche man in den Nebenmissionen eingesammelt hat, gegen einen Anzug eintauschen. Jeder Anzug hat eine eigene Fähigkeit, so ist dieser zum Beispiel für eine kurze Zeit kugelsicher oder er vervielfältigt den verursachten Schaden. Da ich alle Anzüge bzw. Fähigkeiten ausprobieren wollte, musste ich also alle Nebenquests erfüllen. Da gibt es leider einen kleinen Minuspunkt, denn diese boten kaum Abwechslung. Konzentrieren wir uns aber nur auf die Hauptstory, so kann ich sagen, dass diese gut erzählt ist. Es gibt einige Situationen, bei denen ich emotional echt gepackt wurde und dann gab es wiederum actiongeladene Szenen. Es gab auch etwas ruhigere Passagen, welche man mit der On-Off-Flamme MJ spielt und die Bosskämpfe nicht zu vergessen. Diese waren gut inszeniert und haben von einem einiges abverlangt. Im Spiel selbst gibt es also immer ein Auf und Ab der Gefühlswelt. Besonders das Ende bleibt mir im Gedächtnis und ich habe mich noch Tage danach gefragt, ob ich genauso gehandelt hätte. Ich habe selbst knapp 20 Stunden gebraucht, um das Spiel auf 100% abzuschließen und ich bereue nicht eine Sekunde davon. Fassen wir mal kurz zusammen. Geschichte gut, Grafik gut, Kampfsystem gut, eine solide 8 von 10. Damit gebe ich zurück ins Funkhaus. Pixelpap Rosi, Dortmund. Hi, ich bin der SNES Maniac und ich mache hauptsächlich Videos zum Thema Super Nintendo. Und mein Lieblingslizenzspiel ist Zen, der intergalaktische Ninja. Eigentlich wollte ich ja zuerst Turtles in Time nehmen, aber dann dachte ich mir, komm, das ist zu offensichtlich. Zeig den Leuten doch mal was, was sie vielleicht noch nicht kennen. Und hier kommt Zen ins Spiel. Zen basiert auf einem wenig bekannten Comic aus den 90ern. Neben den Videospielen gab es noch eine kurzlebige Toyline. Eigentlich wollte ich das Spiel nur aufgrund des Covers. Das Artwork hat mich einfach fasziniert. Davon abgesehen hatte ich keine Ahnung, was mich erwartet. Aber das war damals nun mal so. Zen ist ein typischer Konami-Plattformer. Als intergalaktischer Ninja und Naturfreund kämpft ihr wie Captain Planet gegen fiese und ebenfalls außerirdische Umweltsünder und gebt diesen Saures. Das Spiel macht dabei eigentlich alles richtig, tut sich aber auf der anderen Seite auch durch nichts so richtig hervor. Außerdem ist der Umfang
mit 5 Leveln etwas gering. Mir ist das aber vollkommen egal. Ich wollte das Spiel damals unbedingt, habe es also bestellt und 2 Wochen lang voller Spannung darauf gewartet. Und als ich es endlich hatte, war ich einfach überglücklich damit. Nostalgie spielt in unserem Hobby eine wichtige Rolle und Zen ist eines dieser Spiele, die heute noch meine Nostalgie-Synapsen zum Glühen bringen. Es gab übrigens auch eine Version für das NES, die grafisch phänomenal war, sich aber in Sachen Gameplay komplett von der Gameboy-Version unterschied. Das aber nur am Rande und damit gebe ich ab, an wen auch immer jetzt nach mir drankommt. Hallöchen, hier ist der Timo von Videogems. Also, Lizenzspiele, ja gut, wer mich kennt, der weiß, ich halte sowieso nichts davon, rumzurennen und rumzukrakehlen, dass Lizenzspiele alle scheiße sind und dann mal, oh, hier haben wir ein Lizenzspiel, das ausnahmsweise gut ist. Nein, Bullshit, ich glaube, die meisten Lizenzspiele sind gut. Früher, ich meine, da war sowieso sehr viel Kacke in den Läden, nicht wahr? Und so waren dann auch halt viele Lizenzspiele scheiße, statistisch gesehen. Aber ich glaube, die meisten sind gut. Ja, denken wir zum Beispiel an... Nein, dafür ist ja hier diese kleine Videoreihe. Okay, ich möchte euch Batman vorstellen. Ja, Batman, was für ein Batman? Batman Arkham? Nein, scheiß auf die Arkham-Spiele. Ich weiß, ihr findet sie alle toll, ich finde sie nicht gut, auch wenn es objektiv gesehen gute Spiele sind. Oh Mann, ich komme vom Thema ab. Ich habe nur noch eine Minute. Nein, Batman für Mega Drive. Klar, es gibt die sehr gute NES-Version, es gibt die abgefahrene Gameboy-Version. Beide vom gleichen Entwickler, Sunsoft, und ich möchte das dritte Batman-Spiel von Sunsoft euch vorstellen. Batman für Mega Drive basiert, wie die anderen beiden Teile, auch auf dem Film von Tim Burton. Hält sich vielleicht ein bisschen mehr an dem Film, als es das NES-Batman tut. Ich find's sehr cool, es war Liebe auf den vierten Blick. Ich hab's auf Emulator gespielt damals, ich hatte es als Kind leider nicht. Dann hatte ich es auf Emulator probiert. Ja, ich bräuchte so 4 Anläufe, dann fand ich's gut. Ist halt Action-Brawler-Plattformer, wo mehr drin steckt, als man vielleicht zunächst meint. Deswegen halt Liebe auf den vierten Blick. Es gibt ein paar Shooter-Abschnitte im Batmobil und im Batwing. Ich find's geil, ich hab neulich es nochmal durchgespielt. Auch wenn ich da einiges verbessern kann. Ja, gut, also, Batman für Mega Drive. Schaut mal rein, auch wenn ihr 4-mal reinschauen müsst. Oh, ich hab noch 2 Sekunden. Zu spät. Ach, hey. Ihr seid's. Hi, ich bin Buffy Summers. Ich sag mal eine ganz große Nummer in den 90ern, 2000ern. Aber wisst ihr was? Ich habe noch viel geileres Spiel rausgebracht und das zeige ich euch jetzt.2002 erblickte Buffy the Vampire Slayer für die Xbox das Licht der Welt. Ich oute mich, denn ich war damals ein großer Buffy-Fan und habe nahezu jede Folge gesehen. Wir haben es hier mit einem wunderbaren Hack'n'Slay 3D-Prügler oder Brawler zu tun, was weiß ich schon. Ihr prügelt euch durch das Spiel und meuchelt den ein oder anderen Vampir mordlüstern ab. Gameplay und Grafik fand ich damals sehr gut. Der Soundtrack hat eine dichte und düstere Atmosphäre erzeugt. Endlich durfte ich in die Rolle von Buffy Summer schlüpfen und mich einer Horde Untoten stellen. Die Geschichte des Spiels ist eine klasse Ergänzung zur beliebten Fernsehserie. Kleiner Wermutstropfen, es gab damals keine deutsche Sprachausgabe bzw. Untertitel. Das Spiel erschien komplett auf Englisch. An für sich kein Problem, doch die englischen Kenntnisse, die hier gefordert waren, waren sehr hoch und für mein damaliges Vokabular schwer zu verstehen. Auch heute ist der Prügler noch immer spielbar. Bis dato gibt es wenige Spiele, die den Spirit einer Vorlage so gut aufsaugen und daraus eine klasse Videospieladaption generieren. Moin, ihr schroffen Jungs und Mädels. Ich habe mich bestimmt 5 oder 6 Mal umentschieden, welches Lizenzgame ich guten Gewissens empfehlen kann. Also da gibt es eine Menge, ne? Aber irgendwie bin ich dann hängen geblieben bei dem Star Wars Franchise. Und zwar gibt es da auf dem PC eine sehr geile Reihe, die ich wirklich in meinen Jugendtagen, als ich so der PC-Gamer war, mit meiner 3D-Voodoo-Karte und so, wirklich gezockt habe bis zum Abwinken. Und zwar X-Wing. X-Wing vs. TIE Fighter und was das da so alles gab. Und ich glaube auch Rebel Assault fand ich noch ganz cool. Aber gefangen hat mich so richtig dieses, ja, schon fast
realistische Rumgefliege in irgendwelchen TIE Fightern und X-Wings und A-Wings und wie sie alle heißen, in Space und dann eben diese Präsentation, ne, mit dieser Lobby, die man da hatte, mit diesen schönen Videosequenzen dazwischen, die in der damaligen Zeit wirklich ziemlich atemberaubend waren. Ja, und dann hat das sich irgendwie so in meinem Gedächtnis verbuddelt, war aber immer eine schöne Erinnerung. Und dann kam Battlefront 1 für die PlayStation 4 mit VR-Support und da war eine X-Wing-Demo drauf, so nannte die sich, glaube ich, oder X-Wing-Mission oder sowas. Und das ist im Endeffekt wie das damalige PC-Spiel. Man sitzt im Cockpit, kann nicht irgendwie Außenperspektive oder sowas machen, sondern man sitzt im Cockpit, alles hat eine geile Grafik, man ist mitten in VR drin. Und was muss ich jetzt erfahren? Ne, nicht E3, sondern hier diese Video Game Days oder wie das jetzt hieß, die Präsentation halt von EA. EA bastelt an einem Squadrons oder wie es heißt. Und wenn man halt irgendwelche Reactions darauf sieht, dann redet jeder sofort von X-Wing und X-Wing vs. TIE Fighter. Und genau dieses Gefühl hatte ich beim Sehen auch. Ich glaube, da kommt was richtig Geiles auf uns zu. Das kann ich aber noch nicht sagen. Deswegen mein Tipp für ein schönes Lizenzspiel war seinerzeit, auch wenn man es heute nicht mehr so gut spielen kann, X-Wing und X-Wing vs. TIE Fighter. Mit dem ikonischen Song zur Serie begrüßt einen das im Jahre 1994 erschienene Super Nintendo Spiel Mighty Morphin Power Rangers. Es ist eines der Spiele meiner Kindheit und somit auch eines, was ich immer wieder einlegen kann. Man wählt nach Spielstart einen von fünf Rangern und prügelt sich in bekannter Sidescrolling-Brawler-Manier mit verschiedenen Gegnern. Dabei wird auf ein umfangreiches Move-Repertoire zurückgegriffen. Zunächst kämpft man als Teenager, doch ab der Mitte eines Levels stellt sich der jeweilige Boss vor und man morpht in einen Power Ranger. Dadurch werden in gewisser Weise die Moves verändert und sogar erweitert. Statt mit den Fäusten kämpft man nun mit der entsprechenden Waffe des Rangers und man kann eine Art Smart Bomb nutzen. Das ist nicht nur sehr effektiv, sondern sieht auch noch cool aus. Am Ende eines Levels geht es dann den Boss an den Kragen. Dieser stellt stets ein bekanntes Monster aus der Serie dar. Gegen Ende des Spiels darf man sogar ans Steuer des mächtigen Megazords. Den Schwierigkeitsgrad würde ich als moderat einstufen. Wer Erfahrung im Genre hat, wird wenig Probleme haben und auch Anfänger sollten gut zurechtkommen. Optisch macht das Spiel ebenfalls eine gute Figur, auch wenn es etwas schade ist, dass immer nur das Modell des Roten Rangers genutzt wird. Durch die verschiedenen Areale kommt aber genug Abwechslung auf. Besonders hervorheben möchte ich jedoch den Soundtrack. Dieser geht sofort ins Ohr, ist stets passend und bietet einen gewissen Wiedererkennungswert. Dieses Spiel wurde natürlich in erster Linie für Fans der Serie gemacht, aber auch Nicht-Fans, die etwas für Brawler übrig haben, können eine Menge Spaß mit diesem Spiel haben. Es gibt sehr viele Lizenzgurken, aber Mighty Morphin Power Rangers ist meiner Meinung nach ein gutes Positivbeispiel, das auf jeden Fall einen Blick wert ist. Ja, da habt ihr ja einen Haufen interessante Beiträge gesehen. Auch ein paar, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hätte, wie die Automatenversion von Alien vs. Predator von Screaming Pixel. Ich bin etwas neidisch auf deinen Automaten, mein Freund. Oder auch das von guten Videogems präsentierte Batman fürs Mega Drive, das ich auch in der Tat gar nicht so schlecht finde, auch wenn ich Batman Returns auf dem Super Nintendo dem Ganzen bevorzugen würde. Jetzt gibt es natürlich noch zahllose Titel aus den letzten Jahren, bei denen absolut außer Frage steht, dass das hervorragende Titel sind. Rosi hat ja zum Beispiel Spider-Man für die PS4 erwähnt. Natürlich darf man noch die Batman Arkham-Serie nicht außer Acht lassen. Alles hochkarätige Titel. Dann gibt es natürlich auch noch Sachen wie Superman 64, über die sollten wir lieber den Mantel des Schweigens hüllen. Aber das Spiel, was ich euch heute präsentieren will, oder die beiden Spiele, die für mich quasi zusammengehören, sind die Cybertron Transformers Games. Einerseits läuft jetzt gerade auf Netflix die War of Cybertron Animationsserie von Netflix präsentiert im Transformers-Universum, die ich wirklich gut finde. Und die ist, also die spielt quasi im selben Universum wie diese beiden Games und erzählt die Geschichte, wie die Autobots auf Cybertron den Krieg gegen die Decepticons fighten um den Planeten und dann letzten Endes mit der Arche über die Raumbrücke dann von Cybertron flüchten. Und Fall of Cybertron und War for Cybertron, und ich verwechsel immer, ich glaube, War for Cybertron ist das erste und Fall of Cybertron ist das zweite, sind hervorragende Third
Third-Person-Action-Games für PS3 und Xbox 360. Es gab auch sehr, sehr kurz eine digitale Version von Fall of Cybertron für die PS4 zu kaufen. Die habe ich leider, leider verpasst. Und das ärgert mich. Das ärgert mich so sehr, denn das Spiel ist so geil und ich würde das wirklich, wirklich gerne auf einer aktuellen Konsole nochmal spielen. Jedenfalls, Third-Person-Action-Titel. Man spielt Autobots und Decepticons, also in beiden Spielen hat man teilweise die Wahl und teilweise wird es von der Story vorgegeben, welche Fraktion und welchen Transformer man spielt. Relativ offen gestaltete Levelstruktur, relativ abwechslungsreiches Gameplay. Jede Figur kann sich transformieren in seine Fahrzeugvariante und das macht einfach unheimlich Laune. Vor allem der zweite Teil, der noch besser ist als der erste. Nicht nur, ja, dass man hier Megatron spielen kann, nicht nur, dass man hier Me Grimlock King, den Tyrannosaurus von den Dinobots spielen kann, sondern, und ich bin ja wirklich kein Fan von Online-Multiplayer, aber Fall of Cybertron hat mit einem der geilsten Online-Multiplayer-Modes damals gehabt, die ich je gesehen habe, denn du kannst dir deinen eigenen Transformer bauen, aus sämtlichen Einzelteilen der existierenden Transformers. Es gibt noch zig mögliche Farbvarianten und du kannst dir deinen eigenen Transformer für Online-Multiplayer-Matches bauen und das fand ich so cool. Das fand ich so unfassbar cool, aber Spaß beiseite. Also das wird, glaube ich, heute wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Ich gehe davon aus, die Server sind nicht mehr online, aber Fall of Cybertron ist ein absolut hochklassiges Action-Spiel, Third-Person-Action-Spiel. Und wenn ihr mich fragt, das beste Transformers-Spiel, das wir bis dato gekriegt haben. Und das schließt für mich Transformers Devastation mit ein, das ja auch sehr, sehr viele Fans da draußen hat. Wer die Möglichkeit hat, auf PS3 oder 360, sollte sich Fall of Cybertron auf jeden Fall mal anschauen. Und ich beende das Video jetzt mit einem kurzen Trailer oder mit ein paar Videoausschnitten von Fall of Cybertron. Danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und bevor wir Schluss machen, will ich von euch in den Kommentaren wissen, was sind eure entweder Lizenzgames, die ihr total geil findet oder die ihr total scheiße findet. Und wenn ihr mehr Bock auf solche Community-Projekte habt und ihr ein Thema habt, wo ihr gerne mal die Meinung von dieser illustren Runde, die ich hier versammelt habe, wissen wollt, dann macht uns doch gerne Themenvorschläge in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren und ich sehe dann mal, was sich da machen lässt. Das war's von mir. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Metroplex feeds the call of the last prime.